Bayerische Einzelmeisterschaften 2015 bei den Damen und Herren. Und soeben beginnen hier die ersten Vorrundenspiele für die Herren. Mit Dennis Dickert, TV Hildpolstein, dritte Bundesliga hinter des Parkwelt, Reinhold, Sport und Försbach. Tobias Ehret, die Schauspielvereinigung Völkerich. Regionalliga. Schüller, der Vereinskollege von Kilian Ort und TSV Bad Königshof. Verein, der durchaus Ambitionen hat, sich in der zweiten Liga zu etablieren oder gar Erstliga zu spielen. Das ist dann natürlich auch ein bisschen eine Frage des Geldes, ganz klar. Der amtierende bayerische Jugendmeister Florian Schwein, TSV Schwabhausen, schlägt hier auf. Gegen Patrick Ferkel, TDC Wulbach, Oberfranken. TTV Fachbad Uni Schimmel. Gerhard Maurer und dahinter der Geschäftsführer des PTTV, Dr. Carsten Matthias, war auch mal Erstligaspieler, hat mal in einem sehr spektakulären Spiel bei einer deutschen Meisterschaft den damaligen Top-Favoriten für der Franz am Bein gestellt. Mit Material. Lange Noten waren das vermutlich damals. Sehr aggressives Spiel. Natürlich den Schläger gedreht. Ständig irgendwelche Dinge gemacht, auf die man überhaupt nicht vorbereitet war. Paul Link. Der immerhin mit Jan-Uwe Waldner 1985 in Saarbrücken deutscher Mannschaftsmeister wurde, der hatte eine Menge sehr, sehr unschöne Erlebnisse beim Spiel gegen Dr. Carsten Matthias. Mochte ja auch noch nie. Viel Gegenmaterial, nicht so besonders. Florian Schwein gewann bei der Bayerischen Ansbach gegen den
Titelverteidiger und Lokalmatadoren, ja, und Schubert. Das Finale. Schubert hatte vorher schon den Titel im Mixed und im Double gewonnen. Hätte natürlich gerne einen Titel geschafft, aber da stand die gute Nachwuchsarbeit des TSV Schwarz-Heißen außen wieder mal im Weg. Patrick Forke führt hier mit zwei Punkten. Erstmals wieder Florian Schwein vorne. Zwei wunderschöne Rückrunde. Die erste weich, aber fantastisch platziert. Die zweite dann hart. Auf die andere Seite. Da hat er ihn mit der Banane überrascht. Noch ein guter Rückhand-Return, aber Florian Schwein reklamiert wohl nicht ganz zu Unrecht, dass ein fremder Ball in der Box war. Der Schiri hat das verschlafen, der hätte da unterbrechen müssen, ganz klar. Fremder Ball in der Box ohne Wenn und Aber. Da kann man vielleicht in der Freibadliga darüber diskutieren, ob das wirklich eine Störung war oder wer nun spekulativ den Punkt verdient gemacht hat oder nicht. Aber bei den bayerischen Meisterschaften ist das keine Diskussion mehr. Da hätte auch ein Patrick Vogel sagen müssen, richtig. Störung ist Störung. Bin ich gespannt, weil das war das zweite Stopp, was der Schiri übersieht. Und diesmal war es nun, weiß Gott, eindeutig. Also wird Zeit für den Herrn, dass er sich hier mal an diesem Match beteiligt. Noch dazu bei einem so entscheidenden Stand.